Ja, hallo und willkommen zurück. Ich bin Charlie von Yusha und wir sind hier gerade weitergegangen. Ich glaube, das ist irgendwie Ruin am Meer. Ich weiß zwar nicht, was das Ding ist, aber bin mir sicher, das ist nichts Gutes. Das ist eigentlich, kann ich mal gucken, was das ist. Wird mir ja gesagt, Monstergenerator. Hier handelt es sich um Reichweite zu einem. Achso, die alle Monster in die Reichweite zu Ayumi hin teleportiert. Der Generator ist mit mächtigen Defensiv sauber ausgestattet und. Defensiv? Warum habe ich das gerade nicht hinbekommen? Naja, und kann nur durch Klinge zerstört werden. Ja, dann zerstören wir das mal durch Klinge. Ach Quatsch, das ist das Falsche. Oh, da ist noch einer. Wie viel Klinge muss ich denn nehmen, um das zu zerstören? Ich mache ich einfach mit rein. Das ist mir auch alles egal. Gut, dann ist da oben noch einer Weg. Dann muss ich erstmal nach da. Oh, hier sind überall welche. Irgendwas habe ich hier gerade. Ach, hier haben sich Viecher versammelt, die ich nicht gesehen habe. Kann ja auch nur die Hälfte davon sehen. Oh, so neue Musik. Oh, diese Viecher nerven mich so doll. Es bringt mir ja nichts, mich direkt mit den Viechern zu beteiligen, weil wegen den hier. Ach, lass mich alle in Ruhe. Grund, warum ich jetzt alle nur ein bisschen angreife, ist, weil mich diese nervigen Geisterviecher verfolgen. Ach ja, ist ja nur mit Klinge zu zerstören. Und deren, die machen alle einen Angriff relativ viel Schaden macht. Und ich deswegen darauf wo ich überhaupt gar keine Lust habe. Ach, ist das... Warte, ich sehe gerade gar keinen davon. Wollen die mich verarschen? Die schön da ganz hinten. Wie haben die mich denn hier getroffen? Ist das nicht ein bisschen unfair? Ich würde gern. Gleich wie die Feuerklinge haben. Ist auch gut, warte. Das wollte ich gar nicht. Das bringt mir bei den Viechern auch eigentlich so überhaupt nichts. Wir sehen immer für Viecher, ich will 1500 haben, weil ich Feuerklinge machen will. Vielleicht kriege ich damit diesen Monster-Viecher schneller kaputt. Ach ja, die bringen mir überhaupt nichts. Muss von da hinten kommen. Ich will diese Rolle, die da oben steht, mal einsammeln. Oh, diese scheiß Fake-Bibis nerven mich richtig, Mann. Jesus. Ja, wieso ist sie kein zweites Mal gesprungen? Euer Ernst. In der Luft. Also langsam gehen wir nicht. Ich finde auch keinen von denen. Ich kriege immer nur die anderen. Da sind die. Komme ich wieder nicht ran. Naja, es geht verfügbar. Welcher denn? Vielleicht habe ich Todes. Hatte ich doch auch. Wo ist denn mein neuer? Eispfeil hatte ich. Todesrammung hatte ich auch. Blitzklinke hatte ich auch. Feuerklinke. Hatte ich nicht alle? Habe ich Kalos? Ja, die hatte ich doch alle. Funkenflug hatte ich.
Feuerknie gehabt, gesagt, wollte ich unbedingt haben. Enden habe ich vergessen. Hatte ich sowieso am Anfang und Eispfeil hatte ich auch. Ihr liebt noch. Diese Rolle, warum bin ich jetzt schon wieder nicht zweimal gesprungen? Ich hab doch gedrückt. Ja, nichts da. Ich würde einen neuen Kreis machen. Wahrscheinlich war ich zu spät. Doppeldings zurück. Wo sind die? Nein, ich bin schon wieder rein. Ich hab genügend Leben, um mich nochmal treffen zu lassen. Also ich muss sie wieder Seelen verkaufen. Ach ja, ich hatte mich ja entschieden, dass ich sie töte, weil ich die Feuerlenke haben wollte. Oh, ich das liebe, wenn ich das... Ich bin auch nicht rein. Ich versuche das jetzt noch einmal, also während ich kämpfe, da hinten hinzukommen. Aber bin nicht. Ich darf mich nur nicht von denen einkesseln lassen. Ich brauche 5000. Ich brauche noch 300, das schaffe ich ja niemals. Ich drücke immer noch, ich kann das ja gedrückt lassen, das vergesse ich immer währenddessen. Und dann greifen wir die gleich mit an. Aber lass das Ding noch endlich kaputt gehen. Die Viecher nerven mich auch schon so leer. Ich glaube, es sind auch schon wieder alle 5. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber... Auch schon wieder alle da. Die da hinten haben. Eine Verbindung aufgebaut. Falsche. Ja, also diese Fake Babys nerven hier so derbe, weil du ja die ganzen... Ich muss mir das mal komplett durchlesen, was die machen. Also die teleportieren ja nur in meiner Reichweite. Und die können halt nur durch Klingen kaputt gemacht werden. Deswegen nervt das, weil gerade diese Viecher, die in der Reichweite am meisten nerven, werden immer meine Reichweite hinteleportiert. Dieser komische Zauber, den machen, der ist eigentlich voll heftig. Der zieht mir voll viel ab. Oh scheiße, wenn die mich jetzt treffen, bin ich sowas von tot. Also, ich glaube, ich schaffe das auch nicht, 1500 Seelen vorher zu kriegen. Aber ich sehe da unten meine rote Leiste da. Die glaube ich. Das ist immer noch mal Theorie. Zeigt, wie viel abgeht, während ich so. Also die mir sagt, wie viel ich noch ungefähr besiegen muss, bevor das soweit ist. Ja, nix da.
So, einer ist kaputt. Bleiben nur noch ganz viele andere. Die haben hier so eine Verbindung schon geknüpft da hinten, das habe ich gesehen. Ich könnte woanders befreundet sein, eure Verbindung. Ah, der roten Pfade des Schicksals. Die gehören zusammen. Oh, wie süß. Ich hoffe, ihr werdet gemeinsam glücklich, ohne mich. Das könnt ihr aber auch alleine machen. Dafür braucht ihr mich nicht nerven. Ich komm da noch mal rüber. Ich meine, ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. Oh Gott, ist das nervig mit euch. Ihr nervt mich. Was versteht ihr daran nicht? Wahrscheinlich verstehen die das und freuen sich darüber, dass ich sage, dass sie mich nerven. Kleine nervigen Viecher. Sind ihr alle viel zu nah wieder. Ich denke, es müssen alle sein, um diesen alle scheiße Attacke durchzuführen. Also alle. Das heißt, wenn ich 2 oder 3 K.O. habe, ich sehe gerade, ich kann einen auf den machen, dann können sie diese Attacke nicht durchführen und sind nur weniger nervig als vorher. Aber trotzdem noch nervig. Fick rauf, das kostet irgendwie jedes mehr Seelen. Oder kommt auch einer, wie ich habe. Komme ich so nicht hoch. Ich geh auf die Schnelle jetzt auch. Ich glaube, die machen gerade ihr Verbindungsding, also schnell weg. Ich komme hier nicht weg, verdammt. Oh, lasst mich doch mal in Ruhe. Ich meine, was habe ich euch getan? Ich habe nur euren Kollegen, ne? Komischen Artefakt-Viech gezogen und ich war lila. Warum werde ich nicht wieder lila? Das war bestimmt mega krass und hat mir bestimmt bringt ja die Mächte. Naja, eigentlich hat das Ding mich danach relativ leicht besiegt. Ich hasse diese Fake-Vivi-Dinger. Ich nenne ihn jetzt einfach so. Mir doch egal, ob der Vivi ist oder nicht. Aber ich weiß es nicht mehr. Und der war so süß. Also, dass man mit der Kamera, also wenn man ihn anvisiert hat, wenn die Dinger dann über dich wegfliegen und deine Kamera so durchdreht. Ach, scheiße, die haben mich. Ach, gerade so überlebt, dann sollte ich nochmal hier einmal einen auf den tun. Und dann sollte ich nochmal einen auf 79, das ist viel teurer geworden. Ich hatte gerade meine Dings zusammen. Ich hatte meine Seelen zusammen hier kein Arschlöcher. Ich hab das weiter angegeben. Da. Kann ich noch einen? Einer geht noch. Es gibt sogar noch einer. Ich bin hingeblieben. Ja, sicher. Ich will darüber, merkt man das? Die 3 haben schon wieder einen Kreis gebildet.
Jetzt hängt das alles gerade so ein bisschen, weil das Ding so über mir feiert. Mich gerade wieder Blut gekostet, das heißt, ich muss noch mal heilen. Was heute schon wieder? Achso, ich sehe gerade, ich habe gar keine. Yay, in Zeitlupe runter. Die Viecher kommen wieder. Die haben wieder so ein. Diesmal haben die nur ein Dreieck gebildet. Also, ich glaube, die brauchen doch nicht alle nur und so mehr. Fläche haben die dann, in denen die mich einfangen können. Ganz so sicher bin ich mir da gerade eh nicht. Ach, falscher. Weil hier sind so viele Dinger und ich suche mir das einzige aus, was nicht diese sind. Wir sind wieder zu nah dran. Ich passe an. Ich bin hier fest gerade. Ja, also bringt schon Spaß. Ich meint, yay, ich komme überhaupt nicht weiter, aber bringt derbe Spaß, wie ich die Viecher hasse. Diese kleinen abgefuckten Fake-Dinger. Wenn die mich wenigstens in Ruhe. Mich selbst heilen kostet mir gerade auch wieder eigentlich relativ viel. Das sind 80 Seelen, die ich dafür opfern muss. Voll viel, Mann. Irgendwie. Viecher nerven so derbe. Da kommt das eine, ach ja, Generator, ich vergaß. Ich wollte gerade sagen, dann kommt das Viech gerade da wieder, aber ach, ha, 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 das Ding ruft dir. Ah, hier unten habe ich alle. Gut, dann muss ich eigentlich noch oben hin. Dann brauchte ich ja gar nicht ganz runterspringen. Nein, 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 nein. Nein, gesagt, ganz einfach. Diese kleinen. Aber ich glaube, ich überlebe das noch, wenn ich in so einem Ding gefangen werde. Ich glaube, das wäre so viel einfacher, wenn ich die ganzen Generatoren nicht brauche. Nein, ich falle gleich runter. Nein, ich falle gleich runter. Oh, Lucky, ich wusste gar nicht, dass hier noch sowas ist. Ja, haut ab, ihr beiden. Seid ja nicht mal ein Dreieck. Da. Können wir euch sonst noch hinpacken. Achso, noch einmal weiß ich nicht, ob ich das überlebe. Also muss ich mir schon wieder was kaufen, was mir so viele sehen. Das wollte ich gar nicht, das bringt mir bei denen überhaupt nichts. Gut, noch ein Ding weniger. Langsam kommen wir voran. Yay, bringt das Spaß. Achso. Doch jetzt wieder. Und ich schick das natürlich da hinten hin. Wieso auch? So auch die Dinge auslöschen, die mich total stören. Komm schon, geht kaputt. Dankeschön. Ist gar nicht.
glaube, die haben mich gleich eingekesselt. Ich muss hier schnell weg. Ja, da kam gerade einer, das habe ich gesehen. Und weiter geht's. Ich kann ja teleportieren. Nein. Drei. Ah, scheiße. Gut. Aha. So. Geh mal kurz gucken, warum das jetzt. Ich habe doch alles ausgestellt. Ach. Gut, will ich behalten.